Halli, hallo, hallöle, und wir sind hier zurück bei Marios Story, glaube ich. Und ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe mir noch jemand Unbekanntes dazugezogen. Hallo, hallo, hallo. Ja. 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 Ja, ne? Dann starten wir hier mal mit dem komischen Lakito-Ding. Und du kennst dich ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit Mario X aus, ne? Nee, eigentlich nicht so. Das war noch nie mein Fachgebiet. Noch nie? Ja, ich versuche jetzt gerade mal ein paar Spin-Jumps zu machen auf den ganzen Sachen hier. Und ich spiele das Ganze mit Safe-Sets, weil ich bin einfach schlecht. Ja gut, so viel kam bisher auch noch nicht. Ja, ich Und da kannst du mit dem Spin-Jump drauf und dann den... Meinst du? Dinger hier. Ja, ja, aber... oh, scheiße. Ich sterbe. Eine Golden Mario Coin? Was ist oben? Den ersten Großbiff. Eine Golden Mario Coin. Ja, da kommen wir jetzt gerade nicht dran. Die sind uns auch egal, weil wir sowieso der geilste Pimp auf Erden sind. Oh, jetzt geht's ab mit einem Scrolling Side Level. Ah, die Hintergrundmusik ist schön. Die hörst du jetzt vielleicht nicht, aber die ist wirklich schön. Machen wir uns. Gott, das fängt jetzt bei mir an. Oha. Oh, jetzt bin ich hier reingefallen. Ah, ich komme hier nicht mehr raus. Ah! Was ist das denn? Hm. Okay, hast du dich weggespinnt? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was hier abgeht. Ich bin total verwirrt. Also... Ich bin ja auch noch... Okay, jetzt muss ich hier wahrscheinlich den Lakito einmal richtig eine mitgeben. So. Oder auch nicht. Hier haben wir einen Koopa. Den hast du aber schön gespinjumpt. Aber so schön, den habe ich nicht mal gespinjumpt. Ach, nicht? Ach Gott. So, haben wir natürlich schon easy durchgespielt. Machen wir weiter mit dem. Das war dein Texteinsatz. Ach so, Moment, bei mir ist verzögert. Koopa Cliff. Let's go! Base 0 saved. Oh Scheiße, hoffentlich sieht man das nicht im Video. Ich glaube, das war schlecht. etwas, Edward. Ich bin sogar ziemlich überzeugt davon. Wie soll ich denn da hochkommen? Oh, oh Scheiße. Sorry, Moment. Ich glaube, der muss jetzt mal eben ans Telefon gehen. Der kleine Lakito. So, wieder da. Eingedrückt. Ja, ich habe jetzt gerade versucht, sollte ich das Springboard mitnehmen? Schaffe ich das denn? Ich versuch's einfach mal. Ja, ja. Kannst du da noch sein oder kommst du auch? Jetzt kommt der kleine. Nein! Ich komm rüber, auch mit dem Spinboard in der Hand. Vielleicht. Meint ich wegen rüberkommen, sondern ob da noch was kommt, wo du groß sein musstest. Was ja auch sein könnte. Ich hab keine Ahnung. Der Hex sah bisher noch nicht so hart aus. Ja, bis auf, dass ich am Anfang krass gefailt habe, ist hier auch wirklich bis jetzt noch nichts Schwieriges. Deswegen lasse ich dich auch nur mitkommentieren, weil sonst, ne? Du würdest mir da zu schnell durchrushen. Wir kennen ja alle deine Skills. Ja. Und anscheinend brauche ich das Springboard gar nicht. Dann machen wir jetzt mal einen auf... Okay. Auf schlecht. Hm. So. Jo, das geht ja flott. In Spiny Woods müssen wir jetzt rein. Okay. Und wieder ein Scrolling-Level und riesenfette Viecher sind hier. Kennt Ach jeder Gott, von zu Hause. Mario Coin. Ups. Mahlzeit? Ja, Mahlzeit. So. Wo ich die gerade sehe, ich weiß zwar nicht, wie ich drauf komme, aber wir müssen mal wieder LOL spielen. Ja, das können wir auch mal machen. Am besten auch Let's Play. Können wir ja dann in meinem Stream machen. Ja, das könnten wir mal machen. So, also hier sieht man auch schon, ist ein schön gebauter Hack. Nicht zu schwierig, zu leicht, weiß ich jetzt nicht. Ich bin heute nicht gut drauf. Eigentlich bin ich nicht schlecht in Mario. Aber, ne, jeder hat ja seinen... lockigen Tag.
So. Ja, so amazing wie ich kannst du aber nicht sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir kommen ja ohne Probleme durch. Ich weiß ja nicht, ob so Scrolling-Level schwer sind zu bauen, aber die hast du scheinbar gut drauf. Mr. Paper Mario. So, damit haben wir ein Bonus-Level erreicht. Ach Gottchen, hier meldet sich schon wieder ein Telefon. Weil ich so gut bin im Bonus-Level und ich mir jetzt erstmal hier direkt den größten Bonus, den es gibt. Ja, komm schon! Nein! Jetzt packst du. Ich muss das Let's Play abbrechen. Ist ja unnötig. Mach mal den Text aus. Wen soll ich ausmachen? Du cheatest doch. Ja, ich cheate auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir hier zum sehr schön designten Schloss. Bin ich gut am Spinjumpen, würde ich sagen, oder? Ja, also den Spinjump hast du drauf. Man kann die Viecher damit kaputt machen? Das ging doch noch nie. Ah, das sind wahrscheinlich... Sind auf jeden Fall andere eingefügte Viecher mit der Grafik, die schon mal bei Mario, glaube ich, vorhanden ist. Vor allen Dingen... Wer ist denn er jetzt? So, er will Stress. Können wir den misshandeln? Wie ähneln sich die Level sehr, bis auf den Hintergrund? Jein. Also, natürlich wiederholt sich was. Da gehen auch manchmal Ideen raus, aber... 21 Level hat der Eck und ich finde eigentlich, der ist ja schön design. Und jetzt ist ein Lakito-Boss da am Start. Custom-Bosse finde ich... Oh, was habe ich getan? Ich war gerade komplett geistesgestört. So, und zwar müssen wir den abwerfen. Musst du den nicht mit dem Double Grab Spin jumpen? Nee, ich glaube nicht. Also... Der wirft jetzt gut Viecher ab, aber den treffe ich auch immer sehr souverän. Oh, ich brauchte nur drei. Da brauchte ich keinen, Double Grab einzusetzen. War auf jeden Fall kein Problem. Ich denke, Probleme werde ich erst kriegen bei Invisible Coin Blocks, wenn die da irgendwie ganz fies an Sprung-Dingern platziert sind. So, ich glaube, wir sind jetzt auch schon fast in der Endwelt. Na, danach wird die Endwelt kommen. Machen wir weiter mit dem Bullet Valley, oder? Ja, würde ich mal sagen. Okay, man hört schon, du hörst es nicht, aber es ist die Musik von... Oh mein Gott, war das Pro! Den Willy hast du weggebastet. Man hört schon, dass die Musik von Super New Super Mario, Mario Bros. Ist. Und ja, ich finde die eigentlich ganz nett und ich renne da jetzt einfach mal rein, weil ich es kann. Und ja, ne? Ich habe den Spinjump ein bisschen verhauen gerade. Immer diese Mario Coins unter der Erde. Oh, das war's schon mit dem Level. Also sehr kurz, nicht schlecht designt, aber man muss auch selber mal gehackt haben, um zu wissen, wie viel Arbeit denn so ein Schmarrn ist. Und bis jetzt bin ich eigentlich recht überzeugt davon. Oh. Big Boots Big Menschen. Boo. Ja. Mal schauen wir mal, was er für Big Boots denn hier hat. Oh, oh, oh. Das sieht schon nach dem Holocaust aus. Ich meinte nach einem verwirrenden Geisterhaus. Okay, ich muss... Ah, da oben ist auch schon ein P-Switch. Ja, da muss ich irgendwie drankommen. Muss mal gucken, ob da irgendwo Invisible Blocks sind, die du aktivieren könntest. Ich bin schon am Schauen, sieht nicht so aus. Ich gehe erstmal durch die Tür. Dann kommst du wohl durch eine Tür hoch. Okay, hier wird schon heftig randaliert. Ich bin lieber klein. Ja, würde ich auch sagen. Im echten Leben groß. Warum treffen die Geister mich eigentlich manchmal nicht? Ich verstehe es nicht. Egal, nicht mein Problem. So. Warum trifft der Geist mich? Oh mein Gott. So, ja, man sagt ja auch, lang und dünn, der Frauenqual, klein und dick, der Frauenglück. Und bleibt mal lieber klein in dem Level. Achso, die Zusammenhänge sind auf jeden Fall vorhanden. Wir machen hier ganz souverän weiter. So, grabben wir uns mal den, ne?
Der P-Switch muss wahrscheinlich an der angedeuteten Tür angewendet werden. Ich kann mir da nichts anderes vorstellen. Ich lasse die Geister hier mal ablaufen. So, jetzt kommen wir da ein bisschen weiter durch. Habe ich das gemacht? So, gehen wir in die Tür rein. Ja, jetzt sind wir hier oben und... Wo müssen wir jetzt rein? Rechts raus. Rechts waren die Invisible Coinstein. Ach, genau. Ja, und ich denke, wir sind jetzt auch schon am Ende. Oh nein, noch nicht. Ich wäre jetzt auch echt enttäuscht gewesen, wäre schon vorbei. Ja, muss ich auch sagen. Da hätte ich auch gedacht, oh mein Gott, sind die Geister... Ich bleib lieber klein. Eine Sekunde.